Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Professor Rosenthal, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, lieber Christoph Matschi, sehr geehrte Frau Präsidentin, Werle Mangold, sehr geehrter Herr Professor Werlen, Metzke Mangold, pardon. Liebe Community der UNESCO, sehr geehrter Herr Reifestühl, liebe Angehörige der Universität Jena, hohe Festversammlung. Es hieß ja, Eulen nach Athen zu tragen, diesem erlauchten Kreis zu erklären, was Nachhaltigkeit ist und woher dieser Begriff stammt. Natürlich wissen Sie, dass er der Forstwirtschaft entlehnt ist. Dieser Tage ist das Thema Klimawandel in aller Munde. Es gibt die Schreihälse à la Trump, die eine spezielle Antwort darauf haben, und es gibt diejenigen, die sich seriös damit beschäftigen. Und dennoch scheint mir der Fokus immer sehr stark zu liegen auf Klimawandel ist gleich CO2, Carbon Footprint ist gleich Energie, Energieverbrauchssenkung, Energieeffizienz, grüne Energien, und das blendet vieles aus, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Das, was wir heute erleben, dass ein 13. Chair nach Deutschland gerückt wird, ein weiterer nach Thüringen, das richtet das Augenmerk darauf, dass das Thema weitaus breiter ist, als wir oftmals meinen. Es ist einmal breiter, so scheint mir, und es klang an in den Grußworten und in den Reden, breiter, als dass es nur die Natur- und Lebenswissenschaften betreffen würde. Sind auch die Human- und Sozialwissenschaften, die sich intensiv damit beschäftigen müssen. Heißt, wir sind auf einem breiten Feld gefragt. Das viel spannendere Thema oder mindestens genauso spannende Thema scheint mir zu sein, dass Nachhaltigkeit und die Zukunftsfragen weg von den ganz großen Begriffen, die Menschheit müsste, die Staaten müssten, die Politik müssten, in einer Man-müsste-Gesellschaft, die anderen, die da, hinweist, dass Alltag etwas mit dem konkreten Leben, also auch mit mir zu tun hat. Und ich befürchte, Herr Professor Werlen, Sie werden in Ihren Forschungen einmal mehr auch indirekt oder direkt mit dem Finger auf den Einzelnen zeigen, du mit deinem Leben, mit deiner Art, Ressourcen zu verschwenden, Energie zu verbrauchen, miteinander umzugehen, zu haushalten, bist gefragt, um etwas dafür zu tun, dass Zukunft gesichert ist. Denn es ist ja so, wenn wir vom Carbon Footprint sprechen und diesen riesigen Fußabdruck herunterbrechen auf die Erdteile, herunterbrechen auf die Länder, dann ist das alles relativ allgemein. Wenn mein kleiner Carbon Footprint, der des Einzelnen, der Gemeinschaft, der einer Stadt, quasi verschwindet in diesem großen Footprint, dann brauche ich eigentlich auch nichts machen. Dann bin ich nicht gefragt. Dann delegiere ich diese Frage eigentlich auf eine Ebene, auf die sie, wie wir wissen, nicht gehört. Und diese beiden Dimensionen, einmal interdisziplinär dieses Thema viel weiter zu fassen, wenn Sie so wollen, eine horizontale Dimension, es viel breiter aufzustellen, und die vertikale, die eben reicht, bis in das ganz normale alltägliche Leben, das ist sehr spannend, das könnte sehr spannend sein. Professor Braungart, den Sie sicherlich kennen mit seiner nicht ganz unumstrittenen Theorie Cradle to Cradle, hat ja mal irgendwann dieses schöne plastische Bild gebraucht, die Biomasse der Ameisen würde der Menschen entsprechen auf unserer Welt, auf unserem Globus, und merken wir, außer wenn sie über das Kopfkissen krabbelt, die Ameise. Der Vorteil der Ameise ist, sie gibt sich in den Naturkreislauf ein und damit hinterlässt sie keine nachhaltig gefährlichen, negativen Spuren. Ich finde diesen Ansatz hochspannend. Und ich bin hier, um einmal Respekt zu zollen, meiner Freude Ausdruck zu verleihen als Minister für die Regierung, aber auch ganz, ganz herzlich zu gratulieren und Erfolg zu wünschen. Ich habe es bereits angesprochen, es ist der zweite Chair, der Chair on
glaube ich, Transcultural Music Studies in Weimar, ist der erste. Und jetzt kommt dieser UNESCO Chair on Global Understanding for Sustainability hinzu. Das ist ein Prädikat, Frau Präsidentin, das wir jetzt einmal mehr hier erhalten, das uns sehr, sehr stolz macht. Und das hat einen Vorlauf, das hat viele Mütter und Väter. Und ich will durchaus meinem Ministerkollegen, Altministerkollegen, ziemlich jungen Altministerkollegen, Christoph Matschi, ganz herzlich danken, dass er das aus seiner Perspektive mit seinen Kräften unterstützt hat und quasi von der Landespolitik aus und natürlich als ein für Jena Brennender vorbereitet hat. Ich möchte Ihnen, Herr Professor Wehrlen, auf das Herzlichste danken, dass Sie mit Ihrem Team über die vielen, vielen Jahre den Grundstein gelegt haben dafür. Wir haben schon gehört, dass hier auf Global Understanding 2015 Durban und in der Folge ist ein Fundament. Sie sind der Initiator, Sie sind der Direktor gewesen. Wir haben das begleitet, wir konnten auch ein klein wenig finanziell begleiten. Aber Sie haben sich in der Zwischenzeit Netzwerke geschaffen, auch hin zur UNESCO. Sie haben sich weltweit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Team einen Ruf erarbeitet, der dann am Ende dazu führt, dass wir diesen 13. Stuhl, den zweiten in Thüringen, aufstellen können. Ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich Dank sagen, auch der Universität, die den Rahmen dafür gegeben hat. Und ich möchte Ihnen deutlich machen, dass es ganz wichtig ist, dass der Ruf Thüringens und hier speziell der Ruf Jenas nicht nur durch die vielen Forschungseinrichtungen mit ihren hervorragenden Forschungsergebnissen, die Vernetzung in die deutsche Gesellschaft, in die deutschen Gesellschaften, nicht nur die Professoren, die Studierenden mit ihren hervorragenden Ergebnissen bis hin zu weltweit beachteten Patenten und Ausgründungen wichtig sind, sondern dass auch ein solcher Aspekt wieder das Schlaglicht auf Jena wirft. Jena ist Weltspitze und wird Schritt für Schritt für Schritt bekannter werden, auch in den Orten, die uns aus welchen Gründen auch immer noch nicht kennen. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und will das gern unterstützen. Ich meint die Regierung, meint die Politik. Und ich schlage den Bogen zu meiner ersten Überlegung. Ich bin gespannt, ob in irgendeinem Kapitel dann auch steht, was ein Minister besser machen könnte beim Thema Nachhaltigkeit oder auch der Mensch, Wolfgang Tiefensee. Ich befürchte, Sie werden einiges dazu herausfinden. Viel Glück, viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch, wunderbar.